Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo die kleinen Heinz-Männchen zusehen. Freunde, ich bin sehr gut drauf, sorry. Junge, wir geben uns den neuen Track von MI. Der ist vor einer Woche rausgekommen, je nachdem. Doch, vor der Woche ungefähr. Also bei mir jetzt vor 5 Tagen, aber je nachdem, wann ihr das Video seht, ich produziere gerade ein bisschen vor. Ist das Ding rausgekommen? E-Mail bekommen? Nichts Wichtiges, okay. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag heute, ja. Wir geben uns jetzt, wie gesagt, von MYZEP Regen. Das Ganze ist produziert bei Heinrich. Und ich sehe schon wieder, meine Äuglein sehen schon wieder ein wunderschönes Anime-Video. Geil. Habe ich Bock drauf. Wir hören zusammen rein. Let's go. Cool geschnitten. Ey, also Atmosphäre kann MI sehr gut machen, Junge, muss man sagen. Junge, ich hatte gerade full-on Pokémon-Intro-Vibes hier. Das hier und dann diese hellere Stimme von MI, die ich sehr gerne mag. Full-on Pokémon-Intro-Vibes irgendwie, Junge. Boah. Ey, Junge, no joke, dieses mehr in die Gesangsrichtung mit dieser helleren Stimme passt ultra gut zu MI, Mann. Schöner Hook, Mann. Okay. Ey, Hook ist ehrlich nice, Mann. Sie sagt, gib auf. Junge, dieser Change aus dieser hohen Stimme zu dieser richtig kräftigen, tiefen Stimme. Bin raus, ich werd nie mehr. Deine Frau dreht sich um, sie geht raus, sie schreit rum. Ich schrei auch wieder mal, jedes Jahr, Herz ist tot, Wut im Bauch. Was ich tat, war nur für dich und ich weiß nicht, ob du es weißt. Was mal war, ist vorbei, was du sagst, ist egal. Mädchen, ich muss ganz weit weg von dir, Paris oder Dubai. Sag bye bye, fick die Zeit von uns zweien, bin allein. Da ist keine Message drin in dem, was du sagtest. Was du fragst, bin gefangen in der Arktis. Ey, ich mag diese Art von Lieder von MI sehr, sehr gerne. Also vom Storytelling her, also diese Liebeslieder, so dieses, es ist halt nicht so dieses plumpe Liebeslied, sondern er, keine Ahnung, er schafft das irgendwie geil zu erzählen und diese Musikvideos mit den Bildern aus den Anime helfen halt auch. Sitz drin in dem, was du sagtest, in dem, was du fragst, bin gefangen in der Arktis. Sei besessen von Musik und dem Star bist. Du kennst nicht meinen Namen. Sie war da und dann starb sie. Wie du siehst, bin ich Regen geworden. Immer gegen den Strom und kämpfe gegen den Mond. Ich kann nicht verlieren, am Ende holt mich der Tod. Doch bis da muss ich los. Sie sagt, ich soll lieber gehen. Ist okay. Boah, ey, also das ist ehrlich strong. Holy shit, Mann. Geil. Das ist so richtig... Weiß nicht, das ist jetzt nicht traurig, sondern einfach so, man fühlt das irgendwie, weiß nicht. Also er beschreibt es auch echt schön so. Das Problem ist okay. Immer wenn ich auf die Straße gehe, dann riecht es nach hin. Sie sagt, ich soll lieber gehen. Ist okay. Du bist nicht die Erste, die mir sowas erzählt. Sie sagt, ich bin das Problem. Ist okay. Geil. Bro, also das ist ehrlich... Das ist so dieses angenehm Gefühlvolle, was nicht irgendwie nicht komplett Depri ist und nicht whatever. Es ist so richtig schön, so, weiß nicht. Und auf jeden Fall ein Ohrwurm, Dicker. Okay. Krass. Das war irgendwie echt richtig schön. Also er schafft das, habe ich glaube ich in den letzten Sachen auch schon gesagt, er schafft es so Storytelling-mäßig, das immer richtig gut einzubauen. Dass man sich
auf den Text konzentriert, dass das in sich stimmig ist, dass man Bilder im Kopf hat so und das nachfühlen kann irgendwie so, wisst ihr? Dass es in einem im Kopf Sinn ergibt, was man da hört. Ultra schöner Song, Mann. Ultra eine coole Hook, die so im Kopf bleibt, so ein Ohrwurm direkt. Also echt, also das Musikalische bei Maiseb so fühle ich sehr, sehr in letzter Zeit, Alter. Muss ich sagen. Geil. Schön geworden. Schönes Musikvideo auch wieder mit tausenden Anime, wo ich denke, Digga, ich will die alle gucken, so, aber werde ich eh nie machen. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schön. Ey, lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Und was wir uns vielleicht noch so geben können, sollten. Whatever. Ich bin sehr gespannt. Und ja, da wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt so gut aussehend und fresh wie immer. Und.